haben eine Piratenfraktion im Kreis Bergstraße und da gehöre ich dazu. Können wir jetzt etwas weiter runter scrollen? Ziemlich weit unten steht nämlich ein Peter Dampier. Ist in jedem Fall eine interessante Seite, lohnt sich hinzugucken. www.piraten-fraktion-bergstraße.de. Und da haben wir auch schon den Peter Dampier, das bin ich, den Johannes Britz, der sitzt da. Wir haben zwei Abgeordneten und einen Quartiermeister. Johannes ist der Quartiermeister. Was macht der Quartiermeister? Alles. Und ich stehe im Kreistag in der Büt, so wie jetzt auch. Und dann gehen wir noch auf die nächste Seite, dann sind wir nämlich gleich beim Thema. Bitte / AETC, Autoelektrische Teetrinkerclub, also AETC. Und dann noch ein / Gorilla Charging, großes G, Gorilla. Doppel, jawohl, Charging mit C, großes C, ohne Bindestrich, ohne Bindestrich. Jo, nee, CH. Vorne. Charlie, Charlie Hotel. Charging, also, nee, G, mit G. .html. Sieht gut aus. Nicht wundern, wenn man auf die Seite kommt. Es lädt halt ein bisschen. Und ja, vielleicht ein kleines bisschen höher. Mit dem sind wir hierher gekommen. Und wie man sieht, rund um Campingplatz und eine einzige Steckdose. CEE 240 Volt 16 Ampere blau. Wegen der bin ich da. An der kann man laden. Leider haben die meisten Autos eben diese Steckdose nicht dran, sondern die haben einen Stecker von RWE. Kostet 700 Euro. Und man braucht eine RFID-Karte, damit die RWE auch weiß, wer wann wie viel getankt hat und wie weit er damit kommt. Denn wer das Kabel hat, tankt immer bei denen und damit weiß man, wie weit er kommt. Wie gesagt, auf dem Campingplatz kann man parken, kann man tanken, hat uns in Sinsheim, in Speyer, Technisches Museum, 5 Euro gekostet. Eine Übernachtung mit Caravan kostet 22 Euro. Ist ein realistischer Preis. Einmal tanken, das Auto 16 Kilowattstunden, kann man über den Daumen rechnen, 5 Euro. Es ist wahrscheinlich ein bisschen billiger. Es wird mit Sicherheit, was wir heute Abend laden, auch ein bisschen billiger. Dann gucken wir noch ein kleines bisschen tiefer. Die ist schön. Die Steckdose findet man zuhauf, auch hier. Das ist der CEE 400 Volt, entweder 16 Ampere oder 32 Ampere, die sehen sich sehr ähnlich. Man findet sie in jeder Werkstatt, einen von beiden. Man findet sie hier, man findet sie in öffentlichen Gebäuden, man findet sie bei den Piraten auf dem Landesparteitag. Das hat uns das Leben gerettet, denn ohne den wären wir nicht heute hierher gekommen. Genau, dann noch ein kleines bisschen weiter. Das hier ist der schönste. 32 Ampere, 400 Volt, 32 Ampere, 400 Volt. Das Ganze viermal. Die Rückseite sieht genauso aus. Und da unten kommen 5 Kabel raus. Das heißt, 5-mal Drehstrom mit 32 Ampere, 400 Volt. Das ist so ein typischer Stecker auf der Baustelle. Da kann man laden. Wir brauchen Steckdose, wir brauchen eine teure Tanksäule. Können wir noch ein bisschen tiefer? Studiotechnik, kennt ihr vielleicht, das ist der blaue. Und dann bitte nochmal auf die Seite. Irgendwo muss der Strom ja herkommen. Das ist der rote, also der Drehstromstecker, 400 Volt. In dem Fall ist es der 16 Ampere. Im Auto habe ich beide.
Noch ein kleines bisschen tiefer. Da sieht man den ganzen Salat. Ja, genau. Das Teil nennt sich EVSE. Auf Deutsch, es ist ein riesengroßer FI. Einfach ein Schutz, dass nichts schief geht, wenn man sein Auto anschließt. Hier oben war mal ein Schuko-Stecker dran. Die meisten Elektroautos bei uns im Land tanken an einer Schuko-Steckdose. Da ist kein Schuko-Stecker mehr dran, weil er nämlich abgebrannt ist. Deshalb blau CEE. Neuere Ladegeräte, EVSE, man meint, es wäre ein Ladegerät, stimmt nicht wirklich, das Ladegerät ist eingebaut. Das ist einfach eine Anschlusskiste. Das Auto schaltet sein Ladegerät nicht frei, wenn nicht so ein Teil dazwischen ist. Und in der ganzen Welt, außer in Deutschland, ist so ein Teil Vorschrift. Man darf nicht einfach ein Auto an 220 Volt hängen. Ist auch auf dem Campingplatz so, da hat es den blauen Stecker. Anders als über den blauen Stecker darf ich einen Wohnwagen oder einen Caravan nicht anschließen. Deshalb bin ich auf den blauen gegangen. Es ist eine Norm da. Es gibt es in ganz Europa. Überall, wo es 220 Volt gibt, gibt es den blauen Stecker. Außer bei deutschen Elektroautos. Die gibt es ja sowieso noch nicht. Das ist das Gute. Aber die, die im Schaufenster stehen, die haben einen anderen Stecker dran. Das Ding heißt entweder Mennekes Stecker. Die Firma Mennekes baut viel gute Sachen, aber der Stecker, der sollte besser RWE-Stecker heißen, der ist nämlich in der RWE-Ladesäule. Und das Kabel von so einem Ladegerät auf die RWE-Säule kostet rund 703 Euro. Das ist schon einmal ein Grund, warum man so ein Teil nicht unbedingt im Kofferraum liegen haben möchte. Es geht dort wirklich nur um ein Kabel mit zwei Steckern? Es geht um ein Kabel mit zwei Steckern. Es ist also noch nicht mal die Steuerlogik drin, sondern es ist wirklich nur ein Kabel mit zwei Steckern. 703 Euro. Und dann brauchen wir zusätzlich noch einen Vertrag mit der RWE bzw. einem der Partner. Nennt sich dann RWE Roaming Verbund. Kann man bei der E.ON, bei der RWE und bei noch ein paar. Und ganz praktisch ist, es gibt da so eine kleine RFID-Karte. Die ist ganz praktisch für die RFID, für die RWE, damit die RWE immer weiß, wer wann wie viel getankt hat und wie weit er damit kommt. Denn der darauf angewiesen ist, kann mit dem Kabel nur bei der RWE tanken. RWE weiß also jedes Mal, wenn ich getankt habe. Und da sie wissen, wo ich getankt habe, wissen sie auch, wie weit ich komme. Als Pirat bin ich davon begeistert. Es gibt die Konkurrenz dazu. Das nennt sich Park und Charge. Findet man unter dem Tankstellenverzeichnis lemnet.org. Und dort bin ich Mitglied für 40 Euro im Jahr. Für 40 Euro im Jahr kriege ich einen Briefkastenschlüssel, könnte man sagen. Kriege man halbwegs drauf. Mit dem Briefkastenschlüssel schließe ich ein ähnliches Ding wie ein Briefkasten auf. Da drin ist eine Steckdose und aus der Steckdose kann ich tanken. Kein Mensch weiß wo. Kein Mensch weiß wer, kein Mensch weiß wie viel. 40 Euro im Jahr, Flat Rate. Ich bin Pirat, passt. Gut, ich habe also die ganze Palette im Kofferraum liegen. Ich kann 32 Ampere Drehstrom, ich kann 16 Ampere Drehstrom, ich kann den Campingstecker. Wenn es unbedingt sein muss, kann ich auch einen Schuko-Stecker, aber wirklich nur in Notfällen. Man muss dabei stehen bleiben, immer mal gucken, ob nichts riecht. Die Nachfolger von dem Ladegerät, nennen wir es jetzt einfach mal so, auch wenn es falsch ist, können nur noch 10 Ampere. Wenn man sich einen Schuko-Stecker genau anguckt, steht da drauf 10/16. Das heißt auf Deutsch 10 Ampere kann er. Wenn sie mal kurz 16 sind, ist es nicht schlimm. Unserer hat 6000 Kilometer gehalten, ich glaube 800 Kilowattstunde. Und dann hat er einen braunen Kragen gekriegt. Und ich einen dicken Hals, ich habe ihn abgepetzt und habe den blauen dran gemacht. Leute, die heute ein Elektroauto kaufen, müssen 8 Stunden laden, ich schaffe es in 6 Stunden. In beiden Fällen sind es etwa 16 Kilowattstunden, wenn man voll tanke. Und wenn man unterwegs ist, ist es ein Riesenunterschied, ob ich 6 Stunden oder 8 Stunden lade. Wenn ich auf dem Campingplatz lade und Pech habe, kriege ich nur 6 Ampere.
dann brauche ich einen ganzen Tag. Also dann kann ich zwischendurch mal spazieren gehen, Bus fahren oder sonst was. Wir brauchen dringend Steckdosen. Wir müssen irgendwie die Elektroautos versorgen und wir brauchen dringend Elektroautos. Ich würde sagen, ein paar Steine und dann das Schaufenster Elektromobilität einwerfen, damit die armen Autos endlich mal an eine Steckdose kommen und nicht immer im Schaufenster bleiben müssen, wäre vielleicht eine gute Idee. Es wäre auch eine gute Idee für die Entwickler, denn so wird getankt und nicht mit einem Kabel für 700 Euro, selbst wenn ich das Kabel dabei habe. Lemnet.org, mal gucken, wo ist denn eine RWE-Tanksäule? Da muss ich lang suchen. Hier in der Ecke, in Mannheim, ist eine, die betreibt der ADAC. Aber sonst muss ich dann doch wieder gucken. Die meisten Tanksäule sind die blauen. Die finde ich in ganz Deutschland. Ich bin da damit bis nach Frankenberg zu unserem Parteitag gefahren und wieder zurück. Etwas über 200 Kilometer. Wir waren unterwegs etwa 8 Stunden. Und davon haben wir 6 Stunden lang getankt. Anliegen ist also, Leute, guckt, wo ihr Steckdosen zur Verfügung stellen könnt. Park und Charge, nachgucken im Internet. Jeder selber schlau machen. Will er sich das leisten? Kann er sich das leisten? Kennt er jemanden, der das machen kann? Park und Charge ist ein gemeinnütziger Verein. Die Leute, die mitmachen, stellen einen Briefkasten zur Verfügung. In dem Briefkasten sind 3 Steckdosen drin. Am liebsten eine rote, wenn es geht, die 32 Ampere und 2 blaue. Wenn man Pech hat, sind 3 Schuko-Steckdosen drin. Das ist immer noch besser wie gar nichts. In Bensheim der Obi, 3x Schuko. In Lorsch die Solarmobil, 3x Schuko. Die haben aber außerdem noch eine Drehstromkiste. Da ist also einmal die blaue und eine rote. Und eine Schuko. Ich weiß nicht, warum die so viel Schuko haben. Die Autos, die unterwegs sind. Unser iMIF über den Adapter. Na gut, unsere macht alles. Normalerweise wäre es eine Schuko. Die meisten Autos, die in Stückzahlen verkauft werden, haben die gleiche Steckertechnik, weil es einfach im Rest der Welt Pflicht ist. Das Ding heißt J1772. Das ist die, sagen wir mal, Zapfsäule für Elektroautos. Außer in Europa. In Europa haben wir einen Stecker für 703 Euro und eine RWE-Tanksäule, die mordsmäßig kostet, eine Datenkarte, die dahinter steht und dann zusätzlich noch einen Vertrag. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ich schätze 60 Euro im Jahr Grundgebühr und 25 Cent die Kilowattstunde. Das Wichtigste bin ich los. Hat jemand Fragen? Wenn man so eine Steckdose betreiben will, meldet man sich bei dem Verein? Also ich würde vorschlagen, reingucken bei lemnet.org, dort unter Park und Charge. Es steht in Deutschland Solarmobil dahinter. Mit denen kann man plaudern. Man kann dort auch jede Menge im Internet nachlesen, muss ich nicht alles vorverzählen. Was ich gesehen habe, ist gemeinnütziger Verein. Mich kostet 40 Euro im Jahr. Der Einstand, bis alles beisammen war, waren das erste Mal 100 Euro und danach 40 Euro im Jahr. Dafür kann ich Flatrate tanken. Jemand, der es zur Verfügung stellt, legt sich den Briefkasten zu. In dem Briefkasten ist ein kleiner Zähler, ein Schütz und 3 Steckdosen. Das Ding kostet um die 400 Euro. Schraubt es sich an die Wand, schließt selber an, lässt es einen Elektriker anschließen. Ist also noch ein kleines bisschen Aufwand. Die Stromkosten kann er mit Park und Charge abrechnen. Feinheiten bitte nachlesen. Die andere Möglichkeit, ich habe eine Solartankstelle, dann kann ich von Park und Charge einen Zuschuss kriegen für meine Solaranlage, weil die sowas unterstützen. Am liebsten sind autarke Anlagen. Eine Firma, die mich sehr interessiert hat, baut Schnelllader, das ist die E8 Energy. Ich glaube, die findet man auch recht leicht in Google, die macht ziemlich viel von sich reden. E8 Energy baut einen Schnelllader. Hier brauche ich 8 Stunden zum Laden. Ich bin heilfroh, wenn ich eine Steckdose habe. Aber wenn man sich vorstellt, dass man mit einem Elektroauto durch Deutschland fahren will, geht nicht. Ein Schnelllader kann in einer halben Stunde
oder in einer Dreiviertelstunde das Auto vollladen. Wenn ich irgendwo einen Aufenthalt habe von einer Dreiviertelstunde und danach noch einmal eine Stunde fahren kann und dann wieder eine Dreiviertelstunde tanke, das ist realistisch, damit könnte ich leben. Den Schnelllader gibt es. Das Verfahren nennt sich CHAdeMO, kommt aus Japan. Und man kann es verschieden übersetzen, grob, wie wäre es mit einer Tasse Tee. Deshalb war da oben auch der autoelektrische Teetrinkerclub. Gedacht ist, ich trinke eine Tasse Tee und bis die Tasse abgekühlt und getrunken ist, ist das Auto vollgetankt. Funktioniert in Japan. Aber wir haben ein anderes Verfahren. In Deutschland ist es nicht so einfach. Wir wollen es natürlich verbreiten. Deshalb nochmal an die E8 Energy denken, sich das mal angucken. Wenn man jemand findet, der mitmacht, einen Sponsor, prima Sache. Aber 16.000 Euro Einstand für einen Schnelllader muss man rechnen. Das kann nur ein Verein stemmen. Der braucht Mitglieder und es lohnt sich nicht für ein Auto. Deshalb erstmal Steckdosen. Ganz wichtig, Steckdosen. Aber wer immer mitmachen will, das Thema weiterverfolgen. Es gibt Konkurrenzprodukte aus, sagen wir grob, erstmal Japan. Es gibt auch in Deutschland entwickelte, die alle gemeinsam haben 50 Kilowatt. Eine Steckdose bei uns, wir haben die schöne rote, 32 Ampere, gibt 20 Kilowatt von sich. Der E8 Energy Lader braucht 20 Kilowatt. Ein 50 Kilowatt gibt den Stecker nicht. Für 50 Kilowatt brauche ich vom Netzbetreiber eine Sondergenehmigung. Dauer ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, bis ich die Ablehnung kriege. Ist nämlich nicht sicher, dass ich Genehmigung kriege. Und ich brauche einen extra Strom fürs Rach, ein Riesending. Die Steckdose darf jeder Starkstromelektriker setzen, ohne zu fragen. Das heißt, Hamburg fahren, Schnelllader in den Kofferraum packen, mit nach Hause nehmen, reinstecken, geht. Und dann kann man 20 Kilowatt zur Verfügung stellen. Man schafft es nicht in einer halben Stunde, man braucht 10 Minuten länger. Im iMIF, und das ist der häufigste, der gibt in einem Auto genauso, Opel Ampera hat dasselbe, sind 16 Kilowattstunden. Andere haben 20 Kilowattstunden, ich meine, der Leaf hat 20 Kilowattstunden, entsprechend muss er länger laden. Wenn man über den Großen und Ganzen guckt, Leaf ist ein schickes Auto, fährt schneller, hat mehr Reichweite, ein kleines bisschen, es trägt nicht auf, als der iMIF. Aber wenn ich überlege, ich muss ihn ja wesentlich länger laden, um das ausnutzen zu können, bin ich mit dem wieder dankbar. Und das andere ist, der Leaf sieht aus wie ein Auto. iMIF habt ihr gesehen, das sieht ganz anders aus. Das Wichtigste, Hauptsache, der sieht ganz anders aus, damit auch jeder sieht, das ist was ganz anderes. Praktisch war, Citroën hatten auch ein Programm und Peugeot. Wir haben mal geguckt, Peugeot habe ich noch keinen Händler gefunden, der ihn verkaufen will. Im Spiegel war eine sehr schöne Karikatur drin. Wir haben es praktisch ausprobiert, wir haben einen besucht. Ich hätte gerne ein bisschen Strom. Ich habe die im Kofferraum drin gehabt und ich habe auch Strom gekriegt in der Werkstatt. Die waren ganz begeistert, hilfsbereit, die lassen am nicht liegen. Aber nee, verkaufen können wir den nicht. Der hat ja keinen richtigen Motor drin, so was kann ich schon meinen Kunden nicht vertreiben. Wenn man bei Citroën guckt, sieht auch nicht besser aus. Über beiden steht die PSA und die Lieferung an die PSA steht zurzeit. Die können keine verkaufen. Und wenn man hingeht, warum? Ah, die wollen keine verkaufen. Bleibt also nur noch der einzige. Das war auch der Grund, warum wir einen haben. Wir sind drüber gestolpert. Unser anderer war in der Werkstatt und wir wollten eine Probefahrt machen. Und da stand dran, nimm ich mit, haben wir gemacht. Ich denke, ja. Der Anwendungsfall wäre dann, mittags zur Arbeit, wenn es dann so weit weg ist, wieder heim, abends laden. Weil ist die typische Anwendung, geht. Die Reichweite ist dann schon so geknackt. Also laut Datenblatt 150 Kilometer, praktisch ausprobiert, er sagt mir immer, 150 Kilometer schaffst du. Das kritischste Stück war von Friedrichsdorf nach Frankenberg zum Parteitag, da waren es 111 Kilometer. Wir haben es gepackt. Mit der letzten Kilowattstunde ist immer angekommen. Also garantieren kann man, 100 Kilometer schafft er immer. Und Freunde sagen, 120 Kilometer schafft er immer. Die 110, die waren kritisch, das lag aber daran, Autobahn.
Der AMIF schafft 130 und er schafft 150 Kilometer weit. Entweder oder. Also, was ich angeboten kriege, wir fahren im Odenwald, wir fahren im ganzen Kreis Bergstraße. Ich komme überall hin, ich komme überall heim und ich weiß überall, wo Tankstellen sind. Oder besser gesagt, wo Steckdosen sind. Aber Kreis Bergstraße ist so nicht so groß, man schafft es immer hin und zurück. Wenn ich den Kreis verlasse, bin ich verlassen. Ich muss erst einmal wissen, wo kann ich notfalls auftanken. Wo finde ich Unterstützung? Ich war nie verlassen. Ich bin nie liegen geblieben. Und wo immer man hinkommt, man findet Verständnis. Huch, da ist ja mal einer, der probiert ein Elektroauto aus. Wenn man vorher weiß, wo man hin will und hat sich abgesprochen, das ist immer eine gute Idee, weil man weiß nicht, gibt es die Tankstelle wirklich noch, die im Verzeichnis steht. Wenn ich hinkomme, parkt da nicht vielleicht ein anderer und ist am Laden. Oder ganz schlimm, wenn es eine öffentliche Tankstelle ist, steht da vielleicht ein Benziner im Weg und ich kann gar nicht tanken. Ist mir dann in Frankenberg passiert. Es war so eine RWE-Säule. Aber dank Hotel hatte ich eine RFID-Karte, leihweise. Und ich habe als Mofa reinstöpseln können auf die Schuko-Steckdose. Macht auch nichts. Hauptsache, ich kriege Strom. Aber es war natürlich alles zugepackt. Also stand ich vorne quer. Ich hatte ja zum Glück lange Leitung. Und nach einer halben Stunde kam eine Frau ganz entsetzt. Hei, jetzt steht ja da einer und parkt. Und ich weiß nicht, wie ich mit dem Auto da rauskomme. Aber auf die Weise hatte ich dann sehr schön einen Parkplatz. Noch Frage? Gut, dann bedanke ich mich vielmals.